Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate. Und wir sind wie immer mitten in der Bredouille. Ja, es hat sich nicht geändert. Wir kriegen immer wieder eins auf die Nase, denn irgendwelche Entscheidungen, die ich treffe, sind nie gut. Nie gut, warum auch immer. Die Würfel sind nicht für uns und die Entscheidungen, die ich treffe, sind auch nicht für uns. Ich glaube, es liegt an mir. Kann das sein? Aber gut. So, ich bin dran. Ich bin am dransten. Und ich kann natürlich hier jetzt erstmal nichts machen. Dann mache ich hier Zugbeenden. Ich könnte jetzt mal schauen, ob ich mit der Umgebung interagieren kann. Lass mich mal schnell looken. Lurki mache. Ja, da könnte ich was machen. Die Frage ist, oh, was war das hier? Abgrund, was ist das hier? Zielpunkt nicht erreichbar. Lass mich kurz gucken. Könnte ich jetzt den hier da oben... Ja, könnte ich. Niedrige Position ist natürlich im Malus, aber... Probieren wir einfach mal. One by one. Ignis. Okay, Ignis Zeppelin. Naja gut, ich hätte mir mit mehr Damage gehofft. So, Bärchen, was hast du denn? Du könntest Mondheilung machen, verbrauche Zauberblätze, um Trefferpunkte in Gitischel zurückzuerlangen. Mhm. 1 bis 16. Ja. Also der Bär ist schon gut. Der hat schon in sich, muss ich wirklich sagen. Ist nice. Was für eine Ananas. Du bist natürlich echt... Boah, was mache ich denn mit dir? Du könntest den hier trinken, dann hättest du ein bisschen was zurück. Oder du machst heilen. Beides ist natürlich ein bisschen... Uff. Ich könnte die schubsen. Fehlgeschlagen. Ja, super. Jetzt kann ich den nicht mehr benutzen hier. Gut. Ah, Wunde verursachen. 3 bis 30. In Level 2. Und dann würde ich gerne dich da haben. 18. Heading there. Ja, ist egal. Hauptsache, du kommst zurück. Gut. Zug beenden. Spuchten. Solange der keinen Walk irgendwie rauszieht, ist es okay. natürlich könnte ich jetzt looten, aber das will ich nicht. So, 22 Schaden, 12 Schaden, verstricken, Tiergestalt, 8 Schaden. Dann würde ich fast den hier behaupten. In Level 2 gibt es ihn gar nicht, leider. Sehr schön, sehr schön. Gut. Hat natürlich viel gebracht. Die ist tot. Oh, ich habe sie tot. Oh, sie ist tot. Das ist gut. Tot ist gut. Die Frage ist, kann ich hier rüber? Und dann würde ich gerne dich... Nee, geht nicht. Ich würde dann springen. Und dann würde ich gerne dich mit Sporen... Sehr schön. Mit Sporen versorgen. Dann haben wir das auch gemacht. Ui. Gut, du bist dran. Ich weiß, du bist eine Fernkämpferin.
Aber jetzt müssen wir erstmal mit der hier zurechtkommen. Das heißt, ich würde sagen... was ist das hier? Spalten. A timely intervention. Dann hierhin. My path be true. Noch ein bisschen weiter. Und dann möchte ich gerne beim nächsten Mal mit Pfeil und Bogen arbeiten bei ihr. Bei der Data eintauchen, okay. Spurten. Okay, das ist ihre Zugrichtung. Segen. Gut, sie versucht sich zu retten. Brennende Hände. Die sind relativ groß. Die Frage ist jetzt... Keltischer, was hat der denn hier? 15. Ich müsste jetzt gucken, dass ich die irgendwie 15 verballer, ja? 15. Dann bleibt nur die brennenden Hände in Level 2. Mit der Hoffnung, dass ich dir gleich eine mitgebe. Okay, sieht gut aus. Dann lauf mal hier hin. Und den hebst du dir bitte auf. Was haben wir denn hier? Lagervorräte. Ist die Beere, um 1 bis 4 Trefferpunkte zu regenerieren? Bonusaktion. Kritischer Treffer. Boah, der Bär ist richtig gut, muss ich sagen, ja? Der Bär ist wirklich gut. Bleib hier. Und Zug beenden. Ja, Zug beenden. Rettungswurf gelungen. So, mein Zug. Würde ich jetzt mit Springen verwenden, hier rüber. Und dann möchte ich gerne, was haben wir denn hier? Verstricken. Gut, haben wir gemacht. Dann geh noch ein Stück hier rüber und dann darfst du gerne hier... Ach, keine Bewegungspunkte, gut. Dann lassen wir es erstmal. Beistand. Autsch, das tat weh. Autsch. Gut, wie weit kannst du laufen? On the move. Fall der Lingerung, 13 Schaden, 17 Fall des... Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann beweg dich mal hier hin, dass du ein kleines bisschen aus dem Blickwinkel bist. Okay, da muss ich auf jeden Fall runter. So, was hast du denn noch? Ich würde sagen, ich bewege dich mal hier hin. Brennenden Hände. Oh, hat er. Ah, geht nicht. Warte mal. Kann ich springen? Ja, gucken wir mal, ob es funktioniert. Genau, Rettungswurf gelungen. Und jetzt einmal brennende Hände, meine Freunde. Viel Spaß. So, und dann darfst du einfach mal kurz einen Schritt zurücklaufen. Zug beenden.
Gut. 3 bis 24, jawohl. 13 immerhin. Zug beenden. So. Was habe ich denn noch? Also ich muss auf jeden Fall runter sie retten, bevor der Kampf vorbei ist. Die Frage ist jetzt, pass auf, ist das eine Aktion, der hat, was habe ich denn hier, Säureschaden, Knochenkälte. Nicht genügend Punkte. Na, war ja klar, ne? Dann hätte ich gern nochmal den hier. So. Einmal springen. Ich lasse mich hierher springen. Und dann kann ich von dort aus vielleicht später runterspringen. Zug beenden. Genau, Rettungs... Okay, sehr gut. So, was bist du? Du hast 4 von 5. Du bist... andächtiger Mark. Mrak. So, geh mal ein bisschen runter. Dann hätte ich gern einmal... Hier, den hier. Genau so hätte ich das gerne. Jetzt stehen sie im Feuer. Das freut mich. Dann springe ich hier hin. Okay, Zug beenden. Na, sie ist tot. Schiete. Meine Nase, sie ist tot. Das ist doch wieder... Das wollte ich nicht. Zug beenden. Der hat eine Schriftrolle, der könnte sie wiederbeleben. Dann machen wir das gerade so. Gut. Nee, sie kann auch nichts. Nee, das macht keinen Sinn. Genau, mein Zug, was hat der noch? 1. Den würde ich jetzt... Das lohnt sich gar nicht. Dann würde ich aber erstmal hier... Was habe ich hier? Schriftrolle. Schriftrolle Donnerwoge. Habe ich hier noch irgendwas? Brennende Hände. Wie weit kannst denn du springen? Nee, du tust sie dir selbst weh. Gift. You picked the wrong fight. Was hat der hier? 15, der hat noch genug. Und dann kann ich hier keinen mitgeben. Aber ich könnte die schubsen. Ne, warte mal. Ne, du gehst hier hin. Und dann schubse ich dich trotzdem. Uiuiuiui. Oh, das hätte sie wegmachen sollen. So, pass auf, dann machen wir das Ganze so. Pass auf, kann ich springen? Ja, ich springe hier hin. Und dann darfst du den setzen und den hätte ich gerne zu ihr.
So, wir sind Level auf. Das ist gut. Das heißt, sie ist tot. So, da haben wir noch welche. Fünf. Echt jetzt? Gut. Ich hätte gerne dich hier rüber. Beziehungsweise, warte mal. Du springst mal hier rüber. Und dann hätte ich gerne... Kältestrahl. ...75%. Fehlschlag. Das ist natürlich jetzt doof. So, pass auf. Dann, ja, dann mach mal. Die Beere esse ich noch nicht. Ne, Zug beenden. Der Kollege kommt. So, was hast du? Okay, was habe ich für dich zur Verfügung? Ich habe Gift. Cutting to the chase. Zwei, dann habe ich Sporen für dich. Sehr schön, das haben wir gemacht. Dann springe ich hier runter auf zu dir und gebe dir einfach mal so einen Stumper mit. Da kann ich nicht. Oh Mann. So, dann hätte ich gerne dich. Ja, du kriegst einmal mal deinen Pfeil. Der bringt ja nichts. Rettungswurf hilft. Mhm. Mhm. Sag mal her, kann ich da irgendwas machen von hier oben? Den hier. Jawohl, den hier. My turn. Gut, sehr schön. Einen haben wir noch. Zug beenden. Das ist der hier. Sehr schön, wir sind überall mal Level up. Jetzt muss ich noch ganz kurz... Höhlenbär Brüll. Ihm bedeuten, hier zu warten. Nature's blessings. Are you ready to do what is necessary? Ja, folgt mir. The Grove. Is counting on us. So viel wie wir gemacht haben. So, jetzt möchte ich aber gerne, dass du mir deine Schriftrolle gibst. Inventar. Kann nicht genutzt werden. Echt jetzt? Oh komm. Haben wir das schon wieder? Also pass auf. Ja, du bist... Ja, ich möchte aber gerne jemanden wiederbeleben. So, Stufenaufstieg. Druidin der Stufe 4. Ein Klassenmerkmal, ein Zaubertrick erhalten und eine Aktion habe ich bekommen. Die Entscheidung ist ausstehend. So, Klassenmerkmal. Zaubertricks. Ändere deinen Zaubertrick, indem du aus der Zauberliste unten etwas auswählst. Wir haben hier Peace, göttliche Führung. Das Ziel erhält einen Bonus von 1 Würfel 4. Mhm. Für 10 Züge. Flammen erzeugen. Beschwörung, Zaubertrick. Eine Flamme in deiner Hand erhält einen Radius von 9 Metern und bewirkt einen Feuerschaden von 8, wenn sie geworfen wird.
Bis zur langen Rast. 10 Züge, dann ist er wieder verfügbar. Resistenz. Mach ein Ziel resistenter gegen Zaubereffekte und Zustände. Es enthält einen Bonus von 1d4 auf Rettungswürfe. Es scheint nicht alles übersetzt zu sein. Weil 1w4 ist das gleiche wie 1d4. Weil ein Würfel, der mit Vierkant Würfel. Und beim anderen ist ein Dice. Ein Die mit Vierkant, okay? Na gut, egal. Donnerpeitsche. Zieh die Kreatur um 3 Meter zu dir ran. Und dadurch verursacht er Schaden. Das brauche ich jetzt eher nicht. 10 Züge. Dann nimmst du den. Zauber vorbereiten. Jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Schwache Genesung. Person festhalten. Vorbereiteter Zauber. Lähmt einen humanoiden Gegner. Er kann sich nicht bewegen und weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriff innerhalb von 3 Meter auf ihn sind stets kritische Treffer. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. 2, den habe ich nicht in 2, ne? Also der hilft mir relativ oft. Ah, das ist ja Stufe 2. Was habe ich hier noch? Dornenwuchs. Metall erhitzen. Lass eine metallische Waffe oder Rüstung rot erglühen, sodass der Träger sie entweder fallen lässt, also fallen lassen muss, oder bei Angriffswürfen und Attributen ein Nachteil ist. Oh, ist auch nicht schlecht, ja? Mondstrahl. Ui. Beschwöre einen Lichtstrahl herab, der jede Kreatur Schaden zufügt, die den Strahl betritt oder ihren Zugang darin beginnt. Du kannst eine Aktion nutzen, um den Strahl 18 Meter zu bewegen. Boah, das ist ja cool, ja? Windstoß. Flammende Sphäre. Oh. Spurlos gehen. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und alle Gefährten in Reichweite einen Bonus von 10 auf Würfe auf Heimlichkeit verleiht. Schutz vor Gift. Rinderhaut. Dornenwuchs. Attribut verbessern. Dunkle Sicht. Verleihe einer Kreatur das Attribut Dunkle Sicht in Reichweite von 12 Metern. Mhm. Heilung, Verstricken, Wunden heilen, das ist eigentlich alles nicht schlecht. Donnerwoge war auch gut. Ich würde aber mal 2 Zehnerwürfel. Pass auf, den machst du weg und nimmst du den hier ran. Ja. Das Talent. So, welche Talente können wir denn auswählen? Attributsverbesserung, Schauspieler, dein Charisma wird um 1 auf maximal 20 erhöht. Wachsam, du erhältst einen Bonus von 5 auf Initiative und kannst nicht überrascht werden. Athlet, deine Stärke oder Geschicklichkeit ist um 1 erhöht. Stürmer, Armbrustexperte, defensiver Duellant, 2 Waffenkämpfer, Gewölbeförscher, widerstandsfähig, elementar, adept. Dein Zauber ignoriert Resistenz gegen die gewählte Schadensart. Wenn du einen Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du außerdem keine 1 würfeln. Boah, mhm. Leute, was da alles gibt, ja? Kampferprobter Zauberwirker. Du bist bei Rettungswürfen zur Aufrechterhaltung der Konzentration auf einen Zauber im Vorteil. Du kannst auch eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer Nahkampfreichweite bewegt. Geübt, Schildmeister, Scharfschütze, Wächter, wilde Angreifer, Ritualwirker. Du erlernst 2 Ritualzauber deiner... Oh. Ritualzauber, Meister, Maginovize, Druide. Erlerne 2 Zaubertricks um einen Zauber des ersten Grades aus Druiden-Zauberliste. Ja, hier.
So, dann haben wir hier schon mal, guck mal, Zaubertricks der große 2. Flammen erzeugen. Und Donnerpeitsche. Ne, ich würde fast Resistenz machen. Mach ein Ziel resistent gegen Zaubereffekte und Zustände. Ist ein Nahkampf und ist Konzentration. Hier, und da kann ich jetzt einen hinzufügen. Zauber der 1, verstricken, Nebelwolke. Die Wolke blendet Kreaturen darin und verschleiert sie komplett. Du kennst diesen Zauber bereits. Okay, du kennst diesen Zauber, du kennst diesen Zauber, du kennst diesen Zauber, du kennst diesen Zauber. Okay, du kennst diesen Zauber bereits. Also es nützt mir gar nichts. Da ich ihn bereits kenne. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Na gut, okay, komm. Nehmen wir doch, meine Freunde. Nehmen wir doch. So, was haben wir mit dir? Die Lacelle. Stufe 4, Kämpfer Stufe 4. Entscheidung ausstehend. Ein Talent. Auch du bekommst ein Talent. Und zwar, du bist Fernkämpfer. Du bist definitiv Fernkämpfer. Das habe ich schon gemerkt. Zielgenauer Zauberschütze. Du erlernst einen Zaubertrick. Für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf mit Zauber benötigst du nein. Tavernschläger, kampferprobter Zauberwirker, Waffenmeister. Unterhalter. Du bist im Umgang mit Musikinstrumenten geübt. Mittelmäßig gerüstet. Mittelschweren, leichtfüßig. Bewegungsrate wird erhöht. Wenn du spurtest, wirst du schwierige Gelände nicht verlangsamt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich hätte aber gerne Magiertöter. Wenn eine Kreatur in deinem Nahkampfbereich weiter einen Zauber wirkt, bist du in jedem Rettungswurf gegen ihn im Vorteil und kannst eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf den Zauberwirkenden auszuführen. Glückspilz. Du erhältst 3 Glückspunkte, die du nutzen kannst, um bei Angriff, Attribut und Rettungswürfe im Vorteil zu sein. Schwerer Waffen. Meisterschwere Rüstung. Zweihandwaffen. Du kannst mit Zweihandwaffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen je eine Nahkampfwaffe führst. Du kannst nicht mit 2 schweren Waffen kämpfen, das ist schon klar. Armbrustexperte. Was ist mit dir? Du bist auch Level Up. Level Up. Sehr schön. Lamicht, Lamoicht, La Flamme. Also Zaubertricks. Du darfst einen auswählen. Was haben wir denn hier? Säurespritzer, Knochenkälte. Säure haben wir schon. Schockangriff. Klingenbann. Erleide nur den halben Schaden durch Hieb-, Stich- und Wuchtangriffe. Okay. Freund, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindliche gesinnte Kreatur im Vorteil. Tanzende Lichter. Licht. Verleihe und birgt eine Aura aus Licht. Und was bringt das? Verleihe einem Objekt eine Aura aus Licht. Ist ein Nahkampf und ist Rettungswurf. Ich weiß nicht, was der bringt. Nee, will ich jetzt nicht. Einfache Illusion. Zielsicherer Schlag. Beim nächsten Angriffswurf im Vorteil. 2 Züge. Nehmen wir den. Dann kann ich 2 Zauber auswählen. Der Klasse 2. Dolchwolke. 4 bis 16. Beschwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreifen. So, Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden
und die nächste Kreatur angreifen, auch wenn sie mit ihm verbündet ist, okay? Dunkelheit, dunkle Sicht, Gedankenwahrnehmung, arkane Geschosse. Zerschieße eine Tür oder einen Behälter mit einem magischen Geschoss, das nicht durch ein Schloss knacken oder den Zauberklopfen geöffnet werden kann. Nicht durch Schloss knacken oder den Zauberklopfen geöffnet werden kann. Okay. Vergrößern, verkleinern. Nebelschicht. Sprühende Farben. Magisches Geschoss. 3D 4 plus 3 Energie. Verschießt 3 magische Wurfpfeile in jeweils 2 bis 5 Energieschaden bewirkt. Sie treffen immer das Ziel. Er hat es schon erledigt. Und ein Talent. Magischer Magier. Wahrscheinlich kennt er schon einiges, ne? Knochenkälte und Licht kann ich bestimmt gebrauchen. Und hier haben wir irgendwas, was ich noch nicht habe. Noch viel habe ich hier noch nicht. Selbstverkleidung. Lange Schritte. Strahl der Übelkeit. Vergiftet das Ziel möglicherweise. Dauert 2 Züge. Ja, komm. Nehmen wir an. Sehr schön. Meine Freunde, wir sind wieder am Ende einer Folge. Herzlichen Dank, dass ihr wieder meine Gäste wart. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao.